Hallo, mein lieber Steinbock, und natürlich auch an alle anderen ein großes Hallo. Schön, habt ihr alle hierher gefunden. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Steinbock. Lieber Steinbock, wir machen heute eine allgemeine Legung, und zwar eine zeitlose Legung. Das heißt, das Video wirklich erreichen, wenn es sein soll, wenn es sein darf. Und wenn du einen Impuls fühlst oder du merkst, doch jetzt darfst du diese Nachrichten hören oder annehmen, wirst du auch die richtigen Botschaften daraus ziehen können. Vergiss aber nicht, dass das eine allgemeine Legung ist. Das heißt, nicht jede Botschaft wird für dich sein. Darum hör da ganz, ganz fest auf deine innere Stimme. Sie leitet dich, also sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Lieber Steinbock, du kannst dir natürlich auch noch die anderen Videos anschauen zu deinem Aszendenten, Mond oder Venus. Wichtig ist einfach, dass du dich mit dieser Energie wohlfühlst, also dass du dich wirklich damit auch identifizierst. Wenn du dich mit einem Sternzeichen, also mit einem Archetypen identifizieren kannst, dann ist es auch eher dein Thema momentan. Also wenn du dich ganz stark mit dem Aszendenten identifizieren kannst, dann schau dir auch gerne das Video zu deinem Aszendenten an. Ja, lieber Steinbock, falls du dich für Karma-Numerologie oder Schicksalsmatrix, Astrologie interessierst, darfst du mir gerne auf Instagram folgen. Ich werde auch jetzt bald wieder eine Aktion machen zu kostenlosen Impuls-Readings, Analysen, was ich immer wieder mal mache. Letztes Mal habe ich zum Thema Lebensaufgabe ein Angebot gehabt. Jetzt werde ich wieder eines machen in der Story. Und ich muss noch überlegen, welches Thema ich wähle. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Manchmal ist vielleicht das Thema Geld, Karriere, Liebe, Karma, Ahnenlinie, Lebensaufgabe, Talente, Chakren, egal was. Und man hat die Möglichkeit, eben ein Impuls-Reading zu erhalten. Darum folge mir gerne auf Insta, damit du nichts verpasst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Steinbock, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Steinbock, welche aktuellen Botschaften sind wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Was solltest du wissen? Lieber Steinbock, was solltest du wissen? Was ist wichtig für dich? Lieber Steinbock, was ist wichtig für dich? Lieber Steinbock, Einklang und Wettbewerb. Hier haben wir das Stopp. Ich habe das Gefühl, es geht wirklich ganz stark um eine Art Balance in deinem Leben, und du darfst dich nicht oder du solltest dich nicht vor etwas verstecken, nehme ich wahr. Was ich sehr interessant finde, wir haben hier Einklang, ganz stark die Energie der Harmonie, der Balance. Wir haben hier die Sonne und der Mond. Vielleicht ist auch dein Mondzeichen wichtig, also deine Bedürfnisse. Sonne und Mond, die zwei Welten, also wirklich das, was im Innen ist, in deiner Innenwelt, und die Außenwelt in Einklang bringen. Das heißt, dass du in der Außenwelt das lebst, was eigentlich auch zu deiner Innenwelt gehört. Es kann sein, dass du eigentlich vielleicht, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, in dir drin etwas anderes fühlst, als du effektiv lebst. Und die Karte möchte ich einfach darauf hinweisen, dass du wirklich deiner wahren Stimme folgst. Ich habe das Gefühl, es geht ganz stark um das Thema Authentizität, kann ich das Wort sagen, eben um diese Balance, dass du einen Weg gehst, der zu dir gehört, aber aus dem Inneren heraus. Und nicht einen Weg gehst, der vielleicht dich so gehört oder andere sehen wollen oder den du aus Angst oder Frustration gehst, sondern wirklich diese Ebene miteinander verbindest, die Außenwelt und die Innenwelt. Ich hoffe, das macht Sinn. Es kann auch sein, dass du es mit einer Dualseele zu tun hast, mit einer Seelenverbindung. Und jemand ist so ein bisschen diese Energie vom Mond und die andere Person ist die Energie von der Sonne.
gibt ja auch so eine schöne Liebesgeschichte dazu. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, die Sonne und der Mond, die sich verliebt haben, aber sie leben beide in unterschiedlichen Welten und sie treffen sich, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt. Das ist ihr Treffpunkt. Gibt es irgendwie so eine Geschichte, ist noch süß. Und es kann sein, dass hier, falls du das Thema Liebe hast, dass ihr euch wie auf zwei verschiedenen, in zwei verschiedenen Welten befindet und es geht darum, eine Brücke zu bauen. Oder du hast selbst das Gefühl, du befindest dich wie in einer Art falschen Welt. Entweder eine Art Fernweg könnte dich packen, oder du hast das Gefühl, du passt hier wie nicht hier hin. Das kann sein, dass du vielleicht deine Innenwelt noch zu wenig lebst. Also hier wirklich in dich hineinfühlen und dich selbst fragen, was sagt dir dein Inneres? Lebst du das schon oder eben nicht? Darfst du das ein bisschen mehr wahrnehmen? Da fühlst du dich auch wie ein Roboter, oder? Und dein Inneres möchte aber ein anderes Leben haben. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich nehme einfach war eben das Thema Balance und diese Brücke bauen. Ganz, ganz wichtig für dich. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Steinbock? Eben, lieber Steinbock, nimm einfach nur das an, was zu dir gehört. Denk daran, also nichts zusammenbiegen. Denn nicht jede Botschaft wird für dich sein und das ist auch völlig in Ordnung. Schauen wir mal, lieber Steinbock, was für ein Hauptthema liegt da? Die Hauptenergie, lieber Steinbock. Hier ist das Stopp. Der Magier. Der Magier, starke Manifestationskraft. Vor allem habe ich das Gefühl, geht es jetzt hier um alle, die im Januar Geburtstag haben. Habe das Gefühl, es ist Januar. Alle, die im Januar Geburtstag haben. Irgendetwas liegt bei euch noch im Schatten, habe ich das Gefühl. Irgendetwas wird noch nicht richtig gelebt oder darf noch etwas erweitert werden. Das kann eine Lebenserfahrung sein oder ein Talent oder ein Wissen. Ich habe das Gefühl, hier wird wie etwas nicht richtig angenommen. Oder vielleicht hast du schon viel gelernt, aber du wendest es wie nicht richtig, also wendest es eben nicht an, nur im Kopf. Und es geht jetzt darum, dass du das anwendest. Ich habe das Gefühl, irgendetwas anwenden oder eine Erfahrung anwenden. Das ist für Januar Steinbock. Machen wir noch schnell für Dezember Steinbock. Königin der Münzen. Beim Dezember Steinbock habe ich das Gefühl, geht es ganz stark um das Thema Erdung. Wirklich geerdet bleiben, bei dir bleiben, nicht deine Erde bei jemand anderem setzen, also nicht den Halt bei etwas anderem suchen, sondern bei dir. Du bist deine Säule, deine Lebenssäule. Deine Lebenssäule ist nicht das Geld, ist nicht die Arbeit, ist nicht Partnerschaft. Das ist alles, das gehört alles zu deiner Lebenssäule. Es ist mit deiner Lebenssäule verbunden, aber du musst deine eigene und du darfst deine eigene Lebenssäule erschaffen. Dein eigenes Fundament. Und hier ist dein Fundament. Für alle, die im Dezember Geburtstag haben, auch das Thema Geld, Thema sich stabil fühlen, also nicht so schwankend, dürfen wirklich ein bisschen mehr zu Herz nehmen. Und beim Januar nehme ich eben etwas im Schatten wahr, etwas, was man zu wenig lebt oder nicht sieht. Oder vielleicht Wissen saugen, aber Wissen nicht wieder rausgeben, oder? Und da sind wir wieder beim Thema Dualität. Nehmen und geben, so ein bisschen dieser Sog oder das Hin und Her, dass das wichtig ist. Schauen wir mal genau rein. Steinbock, Januar, normalerweise mache ich das eigentlich gar nicht so auf Monat, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ja, für alle, die im Januar Geburtstag haben, hier geht es um das Thema Fokus und nicht dich im Detail verlieren. Verlier dich nicht im Detail. Verlier dich nicht im Perfektionismus. Du kannst nie etwas perfekt können, das ist okay, weil oft sind die Dinge perfekt, weil sie eben nicht perfekt sind, weil sie diese Einzigartigkeit bekommen, die wir den Dingen geben. Und hier habe ich das Gefühl, bleib fokussiert, manifestiere, was du haben möchtest, suche nicht nach Problemen. Versuch wirklich
etwas hinauszubringen. Schauen wir mal noch Steinbock Steinbock Dezember. Vielleicht geht es noch irgendwie um einen Monat Februar oder jemand, der im Februar Geburtstag hat. Ritter der Stäbe, nicht schon handeln, geh ins Tun rüber. Erlaube dir, ins Tun zu gehen, aber nicht übereifrig, aber schon vorwärts gehen, weil Erdzeichen haben manchmal das Problem, dass sie sich nicht bewegen. Dass sie sich nicht vorwärts bewegen. Und hier geht es wirklich darum, vorwärts streben, nach dem Feuer greifen. Aber ich meine das schöne Feuer, das Lebensfeuer. Und hier sich getrauen, ins Ungewisse zu springen. Also der Neuanfang. Also alle, die im Dezember Geburtstag haben, dürfen beim Thema Finanzen, Thema Stabilität, Lebenssäule, den Neuanfang anstreben. Schauen wir mal, was ist denn das Hindernis jetzt für alle, egal ob du jetzt im Dezember oder im Januar Geburtstag hast, was ist das Hindernis, dein Stolperstein, die Sonne? Die Suche nach Klarheit, die Suche nach Antworten, die Suche nach einer Lösung. Also ich nehme hier auch ganz stark wahr, dass jemand alles von A bis Z wissen möchte. Jeden Schritt, jedes Detail, das kannst du nicht. Also sei dort wirklich offen. Nimm das Glück an, nimm Informationen an, wenn sie kommen. Sie kommen im richtigen Moment, weil Erdzeichen neigen manchmal dazu, dass sich etwas in den Kopf setzen. Zum Beispiel sagen sie sich, ich möchte jetzt 6 Monate Single sein, weil ich möchte 6 Monate mich auf Beruf fokussieren und im 7. Monat fokussiere ich mich auf die Liebe. Und jetzt kommt aber nach 3 Monaten schon die Liebe, klopft jemand an deine Tür und sagt, nein, 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 ich habe doch gesagt, erst im 7. Monat, die Tür bleibt zu. Löse dich davon, weil das Universum weiß ganz genau, wenn der richtige Moment ist. Also vertraue darauf, dass das Universum dir im richtigen Moment die richtigen Dinge zeigt, die wichtigsten Zeichen bringt. Achte dich darauf. Also nicht stur auf etwas beharren, weil das ist der Verstand. Das ist dieses Klammern, das ist der Verstand. Das hat nichts mit der Herzensstimme zu tun. Weil die Herzensstimme ist frei. Nimmt an. Wenn das Glück kommt, nimmt es an. Also hier wirklich ganz, ganz gut schauen. Ein bisschen offen bleiben. Warum die Sonne? Ja, der Turm, vielleicht Angst vor dem Unerwarteten, Angst, etwas zu übersehen oder zu sehr zu vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in Menschen, sehr viel im Kopf haben, was alles schief gehen könnte. Die Person könnte mich ja anlügen oder ich könnte das Geld verlieren oder so, da wirklich im Vertrauen bleiben. Du kannst nicht alles kontrollieren, das ist so. Und ich sehe hier eine Art Zaghaftigkeit, weil die Angst vor etwas Unerwartetem da ist. Also manifestiere nicht das Unerwartete. Was kommt sonst noch? Steinbock? Oh, interessant. Ich sehe hier eine kleine Richtungsänderung, die du schwermütig angehst. Wird dir nicht leicht fallen, diese Richtungsänderung? Es kann sein, dass du hier einen Entschluss machst, denkst, nein, ich muss den Plan ändern oder ich muss mich von einer Person etwas entfernen oder von einem Thema, weil du so viel im Kopf hast. Es sind so viele Themen da und hier kommt es genau eben auf diese Balance drauf an, dass du wirklich in der Balance bleibst. Und ich sehe, dass du dich von etwas zurückziehst, weil du merkst, es ist zu schwer, es liegt zu schwer auf deinen Schultern. Und ich sehe auch, dass es dir ein bisschen wehtut. Weil du das Gefühl hast, dass du vielleicht eine Chance verpasst. Du hast Angst, dass du jetzt eine falsche Entscheidung triffst. Aber du fühlst, dass es nötig ist, aber dennoch hast du Angst, tut es dir weh. Aber ich kann dich beruhigen, du tust das Richtige, lieber Steinbock, weil hier haben wir Asterkelche. Indem du eine Art Schwere loslässt, machst du Platz für Asterkelche. Hier kommt eine riesige Chance. Also auf dieses Nach diesem Loslassen wirst du vielleicht eine Art Nostalgie fühlen oder vielleicht auch Frustration. Dieser Schmerz, obwohl du weißt, es ist besser so,
Aber hier kommt aus der Kelche. Chance für große Liebe, Chance für Erfolg. Aber erst, wenn du irgendetwas, was schwer auf dir liegt, eben freigibst. Das kann irgendein Thema sein, es können Verbindungen sein, was auch immer. Warum? Es könnte auch um ein Luftzeichen gehen, muss nicht. Ich sehe, dass du dir etwas sehr lange überlegst oder überlegt hast und jetzt kommt langsam, dass du das umsetzt. Warum drei der? Vielleicht hast du eben gehofft, auf etwas gehofft und jetzt siehst du, nein, es geht nicht, ich muss etwas freigeben. Was auch immer, vielleicht ein Glaubenssatz, wer weiß. Das wird bei jeder Person etwas anderes sein. Wir haben hier 5 der Kelche, es geht um die Vergangenheit. Vielleicht auch das Thema Versagen, das Gefühl haben, wenn ich das jetzt tue, habe ich versagt. Oder eine Chance verpasst, eine Chance vielleicht für Liebe, eine Chance für Erfolg, hast du nicht. Ich habe sogar eher das Gefühl, dass du dadurch eine Lernaufgabe verstanden hast, eine Aufgabe. Und dass das Universum dich belohnt. Ganz, ganz fest. Warum aus der Kelche? Ja, hier kommt was Großes. Das ist natürlich ein Prozess, oder das geht nicht von heute auf morgen. Aber hier kommt was Großes. Ich sehe aber, dass du vielleicht eine Zeit lang dich etwas zurückziehst, um dich zu erholen, um tief durchzuatmen. Und dann kommt das Große. Kommt vielleicht auch die Erkenntnis. Also hier große Chance für Liebe, für Beziehung, für großen Erfolg, aber erst nach einer kleinen Ruhephase, nach diesem Freigeben. Also hier, wenn du etwas freigibst und du einfach weinen möchtest, dann tu es. Halte es nicht zurück, lass es los, lass es frei. Weil du wirst wirklich belohnt, dein Herz wird sich danach viel, viel leichter fühlen. Was ist der Rat, Steinbock? Ein Rat. Ja, es wird eine Entscheidung kommen. Eine ganz, ganz wichtige. Und es wird ein ganz, ich nehme ein so ein dumpfes Gefühl wahr. Du wirst ein dumpfes Gefühl fühlen für diese Entscheidung. Und es wird richtig krass. Also wirklich, du wirst es in deinem Herzen, in deinem Magen fühlen. Und es wissen, dass es so ist. Und wenn du dieses Gefühl hast, vertrau darauf. Vertrau darauf und treff die Entscheidung für dich. Was liegt im Schatten, was siehst du nicht? Also im Schatten liegt der Erfolg, lieber Steinbock. Im Schatten liegt Erfolg und Verbindungen, wichtige Verträge, Liebe. Also ganz, ganz Großes. Aber es hat sich dir noch nicht gezeigt. Das heißt, es ist dir nicht bewusst, dass Erfolg vor dir liegt. Ein großer Erfolg. Aber zuerst darf wie eine Art Transformation kommen, damit der Erfolg sich dann zeigen kann. Ja, mein lieber Steinbock, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.